Hallo und willkommen zu einer neuen Ausgabe von Jörns Swedish Racing World, exklusiv hier bei uns auf www.toto.de und www.hufe.de. Ja, was war das für ein Wochenende? Ein Wochenende der Extraklasse. Ich möchte nochmal ganz deutlich dem Berliner Trabrennverein und allen Organisatoren wirklich sagen, es war ein sensationelles Wochenende, bis auf die Verspätung, die mich persönlich natürlich ein bisschen geärgert hat, weil es das erste deutsche Derby war seit 24 Jahren, das ich nicht gesehen habe, war es ein rundum gelungenes Wochenende. Also vielen Dank nochmal an den BTV und an alle Beteiligten für dieses sensationelle Wochenende. Wirklich toller Sport, ja, ein packendes Derby, ein packendes Stutenderby, wo ja leider der schwedische Vertreter Jürgen S. Eriksson in der Startphase von den beiden kam. Das war sehr, sehr schade. Er kommt aber wieder zur Reader's Corner, das hat er schon gesagt. Und ja, es ist auf jeden Fall ein ganz tolles Wochenende gewesen. Deswegen Daumen hoch und wirklich ein Go für den Berliner Trabrennverein. Vielen, vielen Dank dafür. Ja, ich glaube, im Trubel dieses letzten Wochenendes, dieses tollen Wochenendes in Berlin, ist es ein bisschen untergegangen, dass wir nämlich in Schweden in der V75 wieder einen Jackpot haben. Das ist, glaube ich, wirklich überhaupt, ja, am Wochenende gar nicht registriert worden. In Örebro im Rahmen der E3-Finals kam es dann doch sehr, sehr gerade, was die Einläufe anging, sodass wir eine V75 haben, in der der dritte Rang nicht ausgezahlt worden sind und damit über 2,2 Millionen Euro im Jackpot sind. Also das ist wirklich eine Summe, wo es wieder heißt angreifen. Das wollen wir natürlich tun hier bei www.trotto.de, denn wir wollen natürlich angreifen mit dem 4 aus 6 Highroller System, unser 4 aus 6 Highroller V75 System. Exklusiv hier bei uns auf www.trotto.de und www.hufer.de. Ein Anteil kostet 30 Euro und ich glaube, an diesem Wochenende kann es richtig scheppern. Wir gehen nach Sundsvall, wir gehen in die Drachenstadt, in die Drakonstrade, also in die Drachenstadt nach Sundsvall auf die dortige Rennbahn in Berserker. Und in Berserker findet nämlich an diesem Wochenende wie immer am letzten Samstag im August der Sundsvall Open Trot statt. Eines der bedeutendsten Major Races oder großen Rennen in Schweden für die ältere Generation, für die beste Klasse mit alleine 1 Million schwedischen Kronen, also 100.000 Euro für den Sieger. Ein Gruppe 1 Rennen international, was lange, lange nicht so gut besetzt war diesem Jahr. Also diesem Jahr ist es wirklich sensationell besetzt. Aber auch die anderen V75 Rennen, die haben es wirklich in sich. Und ich glaube wirklich, dass hier mit unserem 4 aus 6 System wir wirklich eine gute Chance haben, hier abzuräumen. Denn die Rennen sind sehr, sehr ausgeglichen besetzt. Es gibt nur ganz wenige glasklare Favoriten und deswegen lohnt sich das Mitmachen. Deswegen am besten Anteile sichern auf www.trotto.de unter Tippgemeinschaften. Da gibt es dann die 4 aus 6 Highroller Tippgemeinschaft. 30 Euro ein Anteil, Jackpot, und es lohnt sich auf jeden Fall mit dabei zu sein. Wir wollen reinschauen, das Rennprogramm in Berserker. Also am Samstag geht es los, wie immer um 16.20 Uhr mit der V75 rund um den Sundsvall Open Trot. Über 15.000 Menschen werden erwartet. Ich werde live vor Ort sein, ich freue mich schon drauf. Und das wird sensationell, weil am Freitagabend gibt es ein tolles Programm auf Berserker mit dem Nahalop und der Breeders' Crown für Zweijährige. Also auch da schon mal reinschauen. Und am Samstag dann das große Highlight, der Sundsvall Open Trot 2022. Und am Sonntag geht es dann auch weiter nach Kopenhagen. Da drückt man Michael Nimczyk die Daumen, der mit Goop im dänischen Derby versucht, eine gute Platzierung zu erreichen. Es wird wahrscheinlich schwer werden, gegen Garfield zu gewinnen. Das werden wir dann sehen. Aber ich werde auch am Sonntag in Kopenhagen vor Ort sein. Und freue mich natürlich, hoffentlich auch den einen oder anderen von euch dort zu treffen. Vielleicht auch in Sundsvall, ansonsten in Kopenhagen. Wir schauen aber jetzt erstmal rein. V75 in Sundsvall. Am Samstag geht's los. Das erste Rennen ist die Klasse 1. Über 1640 Meter Bänderstart. Also Achtung, ein Meilenrennen aus den Bändern gestartet. Und ich gehe hier in diesem Rennen für viele vielleicht etwas überraschend mit der Programmnummer 4 Kissinger Boko und Björn Goop. Kissinger Boko kommt aus dem Stall von Robert Dunder, der ja im Nordschweden durchaus erfolgreich ist. Kommt jetzt mit drei Siegen und einem zweiten Platz aus 5 Starts einen Ablauf. Jetzt in Solenge toll gewonnen, in Östersund am 22.02. gut gewonnen. Dann die Pause und dann in Solenge sofort wieder siegreich vorgestellt. Jetzt mit Björn Goop im Sulkis. Das ist nochmal eine Aufwertung von 30 Metern. Und für mich hat hier Kissinger Boko für mich eine absolute Siegchance. Für mich der Sieger in diesem Rennen. El Elabero, die Programmnummer 5 mit Robert Berg, muss natürlich auch mit auf den Schein. Zuletzt ein zweiter Platz in Orbi und in Örebro bei der letzten V75. Ja, El Elabero ist nicht der Siegertyp. Er hat jetzt dreimal zweiten oder dritten Platz geholt. Er hat auch Mainzer Waller am 27.05. im Rahmen des Elite-Lobby-Wochenendes gewonnen. Aber so ein richtiger Siegertyp ist er nicht. Und deswegen wäre ich bei ihm so ein bisschen vorsichtig. Aber ich glaube, in diesem Rennen kann der durchaus auch mal vorne mit dabei sein. Bold Request, die Programm Nummer 7 mit Dwight Peters, für mich ein ganz interessanter Kandidat. Zwei Siege aus Axevalla und aus Örebro, vor allem der Sieg in Axevalla am 23.07. Der war richtig beeindruckend von Bold Request, da war ich vor Ort. Dwight Peters hat wirklich alles richtig gemacht, der fährt sowieso zurzeit wirklich richtig gut. Deswegen auch von Startplatz 7 ist jetzt nicht der schlechteste Startplatz über den Bänderstart. Kann Bold Request hier vielleicht, der vierjährige Bold Eaglesohn, vielleicht hier einiges reißen. Interessant ist noch die Nummer 6, Firefoot mit Magnus Duse aus dem Stall von Oskar Berglund. Firefoot macht immer mal einen Fehler, zuletzt war mal auch wieder Drittplätze in Skellefteå am 19.07., da war ich vor Ort, wollte aufrücken und sprang dann als Dritter über die Linie.
Der kann mehr, aber ist natürlich auch so ein bisschen gehandicapt, muss man schauen, wie es da weitergeht. Also ein bisschen, ja, muss man, kleines Fragezeichen auf jeden Fall hinter Firefoot. Wunderbare Sophien, die Programm Nummer 11, muss noch mit auf den Schein mit Henrik Svensson. Zuletzt siegreich wieder im Berserker, davor auch schon mehrfach in der V75 erfolgreich gewesen. Letztes Jahr im Winter zwei V75 Rennen sogar gewonnen. Der kann auch einiges, ist so ein bisschen außer Form, dieser Maharaja-Sohn. Ich empfehle ihn trotzdem als chancenreichen Außenseiter. Genauso wie die Programm Nummer 9, Nummer 9, Somebody's Destiny mit Mats Djuse. Zwei tolle Siege in Umeå, davor zwei tolle Siege in Lycksele und Umeå. Jetzt trifft es natürlich relativ schwierig an, dieser One-to-Many-Sohn, aber ich glaube doch, dass Mats Djuse hier durchaus eine gute Lage finden könnte und dann ist er am Ende hier brandgefährlich. V75-1, die Klasse 1. Wir nehmen mit die Programm Nummer 4, Kissinger Boko, mein Sieger, die 5 El Labero, die 6 Firefoot, die 7 Bolt Request, die 9 Somebody's Destiny und die 11 Undabaro Sophien. Also ihr seht, es ist schon relativ offen, das erste Rennen. Das zweite Rennen ist die Klasse 2 über 2140 Meter Autostart. Und ich habe in diesem Rennen richtig Mumm auf die Programm Nummer 2 Woodcutter mit Mats Djuse. Woodcutter kommt aus dem Stall von Magnus Treff. Zuletzt war man zweitplatziert in Berserker in einem Lehrlingsfahren, davor mit Jenny Björk in Romme siegreich. Jetzt sitzt Mats Djuse im Such, jetzt nochmal eine Aufwertung von 30%, würde ich sagen. Deswegen für mich ist hier Woodcutter ein ganz, ganz interessanter Kandidat, würde ich auf jeden Fall mit auf den Schein nehmen. Max Lane, die Programm Nummer 4 mit Erik Alisson aus dem Stall von Peter G. Norman. Zuletzt in Gävle mit dem Sieg vor Augen weggesprungen. Dort war man dann unplatziert am 28.07. Davor war man in Lindesberg toll siegreich, hat man toll gewonnen. Da war ich live dabei. Das war ein tolles Laufen. Auch in Eskilstuna am 21.06. hat man toll gewonnen. Jetzt auch mit Erik Alisson, also auch mal noch eine ganz klare Fahrerverbesserung im Vergleich zu Peter G. Norman. Max Lane, die Programm Nummer 4 hier für mich ganz, ganz chancenreich. Moons Tornado, die Programm Nummer 6 mit Henrik Svensson, zuletzt in Bollnäs drittplatziert gewesen, davor in Sundsvall auch schon zweimal siegreich gewesen und in Dannero siegreich gewesen. Muss für mich hier mit auf den Schein. Henrik Svensson auf seiner Heimatbahn gewinnt in der Regel mindestens ein Rennen im Rahmen des V75-Renntags. Warum nicht mit Moons Tornado? Interessant ist noch für mich die Programm Nummer 11, King Only the One mit Carl-Johan Jepsen aus dem Stall von Maria Tönnquist. Zuletzt auch siegreich in Orbi am 13.08. vor der eigentlichen V75. Davor gab es dann nochmal in Orbi am 2.06. einen Sieg. Also dieser King Only the One kann hier einiges. Für mich ein ganz chancenreicher Außenseiter. V75-2, V75-2, das sechste Rennen. Wir nehmen mit, die Programm Nummer 2, Woodcutter, die 4, Max Lane, die 6, Moons Tornado, die 11, King Only the One. Und wenn auch Lust hat, kann auch die Programm Nummer 7, Loadmaster mit Daniel Weierstein mitnehmen. Die Formen sind jetzt nicht so überzeugend, aber Daniel Weierstein hat wirklich mit diesem Baller schon einiges geleistet. Der kann hier ein chancenreicher Außenseiter sein. Wir kommen zur Bank des Tages, V75-3, Svensk Meisterkampf für Kaltblüter, also der schwedische Meisterkampf der Kaltblüter. Im letzten Jahr gab es die exakt gleiche Ausgangssituation. Der Favorit startete von Startplatz 8 über 2640 Meter, haben wir dieses Jahr auch. Und der Favorit hatte auch jetzt für die Startnummer 8, das ist das gleiche Pferd, das ist der Titelverteidiger, es ist Mölnlycke AM mit Gunnar Melander. Mölnlycke AM startet mit zwei frischen Siegen aus Bollnäs vom 16.07. und 30.07., jeweils in der V75 oder in der V86. Da hat man sich wirklich toll präsentiert und ja, Mölnlycke AM hat letztes Jahr die 8 gehabt, hat gewonnen, hat dieses Jahr die 8 und wird gewinnen. Ich glaube, ich sehe auch in diesem Rennen wirklich keinen Gegner. Alle anderen 11 Kaltblüter sind nicht von der Klasse ansatzweise so gut wie Mölnlycke AM. Deswegen, wenn man eine Bank aussucht, dann hier Mölnlycke AM, die Programm Nummer 8. Man kann natürlich ein bisschen auf Stian Blomster hoffen, die Stute mit Mats Djuse aus dem Stall von Jan-Olof Persson. Zuletzt in Bollnäs siegreich gewesen, in der V75 und da wirklich toll gewonnen. Davor auch in Dannero schon mal siegreich gewesen, auch da jeweils toll gewonnen. Aber in großen Rennen, das muss man da sagen, ist Stian Blomster immer ein bisschen nervös. Ich erinnere an den Wiedkampf, da ist sie sofort weggesprungen. Hatte man sich auch Hoffnung auf ein gutes Platzgeld gemacht. Also Stian Blomster könnte man als Herausforderin hier sehen gegen Mölnlycke AM. Ich persönlich sehe sie nicht, sage ich ganz ehrlich. Jefso Udin, die Programm Nummer 3 mit Markus Silius, war im letzten Jahr schon auch am Start in diesem Rennen, war absolut chancenlos gegen Mölnlycke AM, kann hier dazulaufen, 2-3 ist hier mit Sicherheit möglich. Genauso wie die Programm Nummer 9, Baby Rune mit Örjan Kihlström, natürlich super Fahrer. Zuletzt drei vierte Plätze mit Mats Djuse, ob es der Iceman richten kann, weiß ich nicht. Ich glaube nicht, dass er gegen Mölnlycke AM eine Chance hat. V75-3, der schwedische Meisterkampf der Kaltblüter. Wir nehmen mit dem Programm Nummer 8 Mölnlycke AM als Bank, würde ich vorschlagen. Wer sich breiter aufstellen möchte, kann noch die 7 Stian Blomster, die 3 Jefso Udin und die 9 BB Rune mitnehmen.
V75-4, das ist das Diamantstuhl-Rennen. Auch das ist ein absolutes Horrorrennen, das sage ich ganz ehrlich. Also hier muss man sich in der V75 breit aufstellen. Ich alleine sehe hier, glaube ich, 7 oder 8 Sieger in diesem Rennen. Und, oder Siegerinnen, muss man ja sagen, sind ja alles Stuten. Und wir fangen an mit der 1 Infinity Sisu mit Oskar G. Anderson. Für mich absolut chancenreich in Dannenroth toll gewonnen am 7.8. Davor auch nochmal in Örebroden in Hackmühren siegreich. Oskar Yee hat zurzeit gerade sowieso richtig Form. Also die Nummer 1 Infinity Sisu muss hier mit auf den Schein. Die 2 Russell Square mit Ulf Olsen, zuletzt ein bisschen in der Form abgebaut. 2 Siege gab es in Berserker und Dannenroth im Juli. Danach gab es nochmal einen 4. Platz. Jetzt mit dem schwedischen Champion in der Hand ist das mit Sicherheit nochmal eine Steigerung, dass diese Stute hier durchaus auch eine Chance haben sollte. Summertime, die Programm Nummer 3 mit Wilma Wahlberg. Wenn der Fahrer oder die Fahrerin nicht wäre, würde ich sagen, Summertime S hat hier eine absolute bombastische Chance. Zuletzt mit Örjan Schiedström in Axel Waller unter Order, da war man disqualifiziert worden. Danach gab es nochmal mit Wilma Wahlberg in Zavalla einen Auftritt, aber es gab auch schon 2 Siege mit Rettwig mit Wilma Wahlberg. Ich glaube aber trotzdem nicht, dass die Stute hier ganz vorne dabei sein wird aufgrund der Fahrerin, aber als chancenreiche Außenseiterin sollte man sie auf jeden Fall in der Hinterhand halten. Ich habe noch Mumm auf Nummer 7, Go Pepper Girl mit Erik Alisson. Go Pepper Girl mit zuletzt mit Jorma Contio mehrfach im Ablauf gewesen, jetzt mit Erik Alisson aus dem Stall von Katja Melko. Zuletzt ein 4. Platz in Romme, aber in Rettwig am 1.8. siegreich gewesen. Also Go Pepper Girl für mich hier durchaus ebenfalls eine chancenreiche Kandidatin. Genauso wie die Programm Nummer 10, Gumman Sisu mit Henrik Svensson. Da ist er wieder, Henrik Svensson. Die 10, Gumman Sisu, muss man hier mitnehmen. Für mich ein ganz interessanter Kandidat. Zuletzt siegreich in, oder Kandidatin, zuletzt siegreich in Berserker mit Sophia Frelén. Davor gab es 2 zweite Plätze in Dannenroth mit Henrik Svensson. Also diese Studie kann durchaus mal hier dazulaufen. Loaded Layla, die Programm Nummer 11 mit Markus Biss-Wettberg, kommt extra aus Eskilstuna für dieses Rennen hier hin. Markus Biss-Wettberg, das ist auch schon mal ein Hinweis. In Axel Waller hat man toll gewonnen am 24.07. an dem Axel Waller Sonntag, V75 Sonntag. Danach in Orbien Divisionsfinale war man Dritte, das hatte man überhaupt nicht erwartet, zu einem Totokurs von 45:1. Also Loaded Layla sollte man hier absolut nicht unterschätzen, die kann hier absolut nach vorne laufen. Juno Beach, die Programm Nummer 12 mit Sandra Eriksson, kommt aus Boden, also auch mal kurz 600 Kilometer südlich. Zuletzt 2 Siege in Boden mit Peter Lundbech am 27.07., da war ich dabei, das war durchaus sehenswert. Und nochmal mit Sandra Eriksson jetzt am 9.08. Die Stute kann gewinnen, ist für mich jetzt eigentlich die allererste Wahl, sage ich ganz ehrlich. Und als chancenreiche Außenseiterin, ich möchte warnen vor Special Top Model, die Programm Nummer 13 mit Dwight Peters. Special Top Model hat zum Beispiel zuletzt in Finnland gelaufen und war sie im Vorlauf siegreich in Forssa mit Santu Reitala im Sylki. Danach war sie allerdings im Finale nur 8 platziert, das war so ein Ausstellungsrennen, da war sie 8 platziert dann im Finale. Davor hat sie jeweils sich wirklich gut verkauft. Sie ist in Zavala einmal gesprungen und mit dem Sieg vor Augen. Special Top Model kann hier absolut überraschen, die Programm Nummer 13 auf keinen Fall vergessen. V75-4, die Diamantstuhl-Abteilung. Wir müssen uns hier breit aufstellen und nehmen mit die 1 Infinity Sisu, die 2 Russell Square, die 3 Summertime S, die Programm Nummer 6, die Nummer 7 Go Pepper Girl, die 10 Gumman Sisu, die Nummer 11 Loaded Lila, die 12 Juno Beach und ich warne die 13 Special Top Model. Da muss man sich wirklich breit aufstellen. V75-5, das ist die Silberdivision, über 1640 Meter Autostart. Auch hier wieder 12 fantastische Pferde am Ablauf und ich gehe hier auch wieder mit einigen mit Sicherheit überraschend mit der Programm Nummer 3 Falken an und Klaas Sjöström. Falken an aus dem Stall von Frederik Linder, tolle Leistung, zuletzt Dritter in Rettwig, Zweiter in Rettwig, siegreich in Romme. Dieser 7-jährige Gift Cornerstone, der kann wirklich mehr, wenn der mal eine optimale Lage bekommt. Und gerade über die Meile ist der sensationell. Sein einziger Sieg hier kommt nämlich über die Meile vom 17.06. Klaas Sjöström hat in Rettwig zuletzt wirklich toll mit ihm gefahren, ist Dritter geworden, hatte man auch nicht erwartet. Er stand am Toto auch relativ hoch bei über 20:1. Für mich Falcon Am hier ein absolut interessanter Kandidat. Pacquiao, die Programm Nummer 2 mit Kim Eriksson aus dem Stall von Erik Killingmo, muss man mitnehmen, zuletzt 2 vierte Plätze in Rettwig und in Orbi. Parkview kann mehr, der hat in Orbi ein bisschen Pech, auch mit dem Verkehr muss man ganz ehrlich sagen, er ist nicht der schnellste Beginner, das ist ein großes Problem. Trotzdem glaube ich, dass Parkview hier auch heute über die Meile ganz, ganz sicher vorne zu erwarten sein sollte. Interessant für mich ist noch die Nummer 6, Morotai Degato mit Oskar Schelin-Blom, obwohl die Form zuletzt ein bisschen weg ist. Man hat Morotai Degato mehrfach jetzt im Monté eingesetzt, da gab es auch 2 Siege. Wir wissen aber aus dem letzten Jahr, was Morotai Degato zu leisten fähig ist. Er hat nämlich letztes Jahr in Gävle auch eine V75 über die Meile gewonnen. Also der kann einiges, dieser Maharaja-Sohn. Also vor dem möchte ich gerne warnen, den sollte man auf jeden Fall mitnehmen. Und ich habe noch so ein ganz klein bisschen Mumm auf die 8 Guna mit Daniel Beyerstein, auch wenn mir der Startplatz nicht gefällt. Aber Guna in Orbi 2 platziert am
13,8 über 2041 Meter in 11,1. Das ist schon mal eine Ansage gewesen. Und der kann alles eigentlich, ist ein Langstreckenpferd, der ist auch ein Distanzspezialist über die Meile. Also Gunnar kann alles. Er ist ein Allround-Talent, hat am 9.6. in Berserker auch über die Meile gewonnen, damals in, auch in 11,1. Also den muss man auf jeden Fall auch mitnehmen, auch wenn der Startplatz nicht besonders ideal ist. V75-5, die Silberdivision über die Meile. Wir nehmen mit die 2 Parkview, die 3 Falkenalm, die 6 Moro Ligato und die 8 Guna. V75-6, das ist die Bronze-Division über 2640 Meter Autostart. Hier wird es nochmal knifflig, hier kann man auch nochmal viele, viele Pferde mitnehmen. Favorisiert wird wahrscheinlich die Programmnummer 2 Versace Face und Eulian Schiedsturm sein. Versace Face ist ein Langstreckenspezialist, hat in Helsinki im Mai zum Beispiel ein Langstreckenrennen gewonnen. Danach hat man sich mehrfach auch in Rettwig, in Jägersroh und in Zorballa über Langstreckenrennen gewagt, jeweils über 3140 Meter, war immer Zweiter. Also Versace Face war immer zuletzt ein bisschen müde, jetzt geht es 500 Meter weniger, das kann durchaus schon mal ausreichen. Deswegen Versace Face, die Programmnummer 2, wahrscheinlich der Favorit in diesem Rennen sogar, muss man hier mitnehmen. Hefner Am, die Programmnummer 1, muss man aber auch mitnehmen mit Ulf Olsen. Hefner Am ist nämlich auch so ein Distanzspezialist. Zuletzt 2 Plätze in Axel Baller über 3180 Meter und in Dannero über 2640 Meter. Also Hefner Am jetzt wieder mit dem schwedischen Champion Ulf Olsen hier von Startplatz 1, nicht uninteressant. Ebenfalls Distanzspezialist über den langen Weg, muss man hier mitnehmen. Special Major, die Programm Nummer 4 mit Dwight Peters aus dem Stall von Mika Happekangas, muss man hier auf jeden Fall mit auf den Schein mitnehmen. Selbst auch mit Santu Raitala in Finnland erfolgreich gewesen, auch davor mehrere gute Platzierungen aus Finnland. Für mich ein chancenreicher Ausreiter, Dwight Peters fährt zurzeit in der Form seines Lebens, muss man mitnehmen. Weiß Versa Diamant, die Programm Nummer 6 mit Rickard N. Skoglund aus dem Stall von Katja Melko, muss natürlich hier mit auf den Schein. Weiß Versa Diamant hat zuletzt einen dritten Platz geholt in Rommel über 3860 Meter, davor in Gävle über die Distanz gewonnen. Weiß Versa Diamant mag den langen Weg, dieser aus dem Stall von MS Diamanten und Johann Holzapfel, oder wie ich immer sage, Johnny Woodapple, hat hier wirklich eine bombastische Chance und deswegen Weiß Versa Diamant muss man hier mit auf den Schein nehmen. Für mich sogar ein chancenreicher Ausreiter für den Sieg. Hannibal Face, Programm Nummer 8 mit Mats Dues aus dem Stall von Oswald Berglund und die Programm Nummer 11 Fabulous Pellini mit Daniel Weyerstein sind weitere Außenseiter, die man hier mitnehmen kann. Beides mal zuletzt siegreich gewesen. Die Startplätze sind nicht ideal, weil es über die langen Weg nicht ganz so interessant so viel ins Gewicht zu fliegen scheint. Hannibal Face, 2 Siege zuletzt mit Magnus Dues, jetzt mit Mats Dues im Sulky, Fabulous Pellini, Daniel Weyerstein zuletzt in Schleftia siegreich gewesen. Davor gab es auch nochmal in Boden einen Sieg am 18.06. vor der V75. Also hier lohnt es sich auch auf jeden Fall dabei zu sein und die beiden Pferde mitzunehmen in dieser Bronze-Division. V75-6, wir nehmen mit in der Bronze-Division die 1 Hefner Am, die 2 Versace Face, die 4 Special Major, mein absoluter Außenseiter, die 6 Weiß Versa Diamant, die 8 Hannibal Face und die 11 Fabulous Pellini. Aber hier muss man sich nochmal wirklich breit aufstellen. Und wir kommen zum absoluten Hauptereignis, dem Sundsvall Open Trot 2022. 10 Pferde, sensationelle Besetzung. Ich bin echt begeistert. Ich freue mich auf dieses Rennen. Es wird ein sensationelles Rennen mit einer Revanche vom Orbistora Prix, mit einigen absoluten Top-Cracks hier am Start. Und natürlich geht der Sieg hier nur über die Programmnummer 6, Don Fanucci Set und Eulian Schiedsström. Don Fanucci Set nach dem verpatzten Elite-Doppelfinale, wo man direkt sprang, 3 Siege in Gruppe 1 Rennen. Er hat den Norbotten Stora Prix gewonnen. Er hat den Orient Stora Sprinter gewonnen, er hat das Hugo Orbex Memorial gewonnen. Warum soll er nicht auch dieses Rennen gewinnen? Er wurde gezielt auf dieses Rennen vorbereitet, Don Fanucci Set. Daniel Redén sagt, er will gucken, wie sich Don Fanucci weiterentwickelt, ob er mit ihm nochmal nach Frankreich geht oder nicht, das steht noch nicht ganz fest. Ich sage, das Rennen geht hier nur über die Programmnummer 6, Don Fanucci Set und Herrn Schiedsrichter drin. Natürlich ist Sayonara interessant, die Programmnummer 7, die Stute aus dem Stall von Frederik Berlin, war im Jubiläumspokal eine tolle Zweite. Hat dort wirklich toll gegen Sam Moteur gekämpft, hat am Ende zwar keine Chance, aber trotzdem hat sie da wirklich toll gelaufen. Davor gab es auch mehrere gute Plätze in Orbi und in Zorballa. In Vassin hat die Stute sich im Winter mehrfach toll präsentiert. Sie kann also auch diese Distanz, also diese harte Distanz über 2,140 von außen, muss man hier in meinen Augen mitnehmen. Best of the Trio, die Programm Nummer 3, hatte im Orbistora Prix keine bessere Chance als vierten Platz. Hat diesen vierten Platz aber wirklich toll verteidigt. Muss man auf jeden Fall mitnehmen nach den tollen Siegen in Jarlsberg und in Axelballer, wo Best of the Trio sich mehrfach toll präsentiert hat. Und ich habe noch so ein bisschen Mumm auf die Nummer 9, Stole the Show mit Eric Alisson. Der Sieger des Oslo Grand Prix ist hier am Ablauf zuletzt siegreich in Biri in einem einfachen Rennen gewesen. Im Hugo Orbex war man zweitplatziert mit Björn Gub. Das ist auch schon mal eine Empfehlung. Also Stole the Show aus der zweiten Reihe hier durchaus brandgefährlich. Moni Viking, die Programm Nummer 1, die Sieger, der Sieger im Orbistora Prix, da habe ich ehrlich gesagt ein bisschen Bauchschmerzen. Ich glaube nicht, dass Moni Viking heute siegreich sein wird. Der Hengst war im Orbistora Prix auf die Sekunde fit, das muss man deutlich sagen. Björn Gub hat Anzerarbeit geleistet.
Aber der Weg könnte für Moni Viking hier zu kurz sein. Der Fuchs ist eher so ein Dauerläufer und nicht so unbedingt der 2.340-Meter-Läufer. Deswegen habe ich bei Moni Viking so ein bisschen meine Sorgen. Aber was für ein sensationeller Sun zwar oben trot. V75-7. Wir nehmen mit die 3 Best of Dream Trio, die 6 Don Fanucci Set, die 7 Sayonara und die 9 Stole the Show. Brother Bill, wenn er eine gute Lage bekommt, kann am Ende hier auch alles schlagen, wenn der am Ende losrennt. Wir haben es im Oyengstora Sprinterlop gesehen, wie der loslegen kann. Also wenn der eine gute Lage bekommt, rennt er hier in der Zielgeraden alle in Grund und Boden. Also auch aufpassen vor Brother Bill, der Programm Nummer 5. Ja, ihr seht, diese V75 ist wirklich gespickt mit Überraschungen. Deswegen müsst ihr dabei sein auf www.trotto.de und www.hufer.de. Da gibt es nämlich dann die Anteile zur 4 aus 6 High Roller V75 Tippgemeinschaft. Ein Anteil kostet 30 Euro und ihr könnt dann dabei sein. Jackpot in der V75, über 2,2 Millionen Euro gibt es extra. Deswegen seid dabei und schaut euch diese V75 an. Natürlich hier bei uns auf www.trotto.de, denn dort könnt ihr nicht nur alle Rennen bewetten, sondern ihr könnt alle Rennen auch im Livestream sehen. Das ist nicht überall so, das wisst ihr. Deswegen www.trotto.de, da könnt ihr live dabei sein, alle Rennen sehen und natürlich auch bewerten. Und deswegen seid dabei, kauft euch ein oder mehrere Anteile an der 4 aus 6 High Roller Tippgemeinschaft exklusiv auf www.trotto.de und vielleicht knacken wir ja diesmal den Jackpot, denn ich glaube, diesen Samstag, da kann es richtig rappeln in sonst mal in Pesorka. Ich freue mich auf euch, ich hoffe, wir sehen uns bald wieder und ihr seid natürlich dabei, ihr abonniert, liked und kommt natürlich zurück, wenn es wieder heißt Jörns Swedish Racing World exklusiv hier bei uns auf www.trotto.de und www.hufer.de. Ich wünsche euch einen tollen Sundsvall Open Trot, ein tolles Wochenende und sage Tschüss, bis dann und Lückertil.